Jo, hallo Freunde und herzlich willkommen. Ich habe Unterlagen bekommen und wenn da drin ist, was ich denke, was da drin sein soll, dann will ich euch das mal kurz zeigen, denn das ist interessanter und lesenswerter Stoff, wo sich noch nicht mal so viele Leute oder wahrscheinlich die wenigsten Leute Gedanken darüber gemacht haben. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Das muss es sein. Und zwar Post vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mit freundlichen Grüßen. Und zwar die Broschüre für den Notfall vorgesorgt. Ich bestelle mir da immer wieder mal ein paar und lege die gern meinen Postsendungen bei. Oder für Freunde und Bekannte, die sich da noch nie einen Kopf drüber gemacht haben. Und dann denken die immer, wenn man denen was über Prepper, Vorsorge und über halt Lagerhaltung und was weiß ich was erzählt, dann halten die immer ein für einen, was weiß ich, amerikanischen Prepper-Spinner. Aber selbst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe macht sich da seit Jahren Gedanken darüber und spricht Empfehlungen aus. Dieses Dokument gibt es auch schön als PDF zum Download. Aber wie ich gemerkt habe, ist so ein gedrucktes Erzeugnis den Leuten in die Hand gedrückt, was ganz anderes als nach dem Motto, du pass auf, ich schicke dir ein E-Mail, da ist ein Link zu dem PDF, liest dir das mal durch. Das macht nämlich kein Mensch, drückst du den Leuten aber eine Broschüre in die Hand. Dann haben Gespräche später als gezeigt, dass sie doch hier mal durchblättern und sagen, ja stimmt, ne, gar nicht so blöd. Und man braucht nur die Nachrichten anschauen, was hier alltäglich passiert, wenn ich sowas denke. Ne? Ich habe diese Bilder letztens gesehen, eine Dokumentation aus Kanada, wo dieses Zugunglück war, unglaublich. Oder letztens hier ne, in Deutschland, als dieses Styroporlager ausgebrannt ist, an die Überschwemmungskatastrophe, die ja noch nicht so lange her ist, brauchen wir gar nicht denken, aber es müssen nicht immer die ganz großen Katastrophen sein, mal ein paar Tage Stromausfall oder mal ein Wasserrohrbruch und dann muss man die Wohnung verlassen oder wie auch immer. Hier sind ein paar interessante Informationen drin. Die Broschüre für den Notfall vorgesorgt. Ich hänge einen Link drunter zu meinem Weblog, wo ich auch darüber schreibe. Schaut euch das mal an. Lest euch das mal durch. Bestellt euch auch so ein paar Unterlagen. 5 Stück kann man bekommen. Kostet nichts. Verteilt es in euren Bekanntenkreis. Bereitet euch vor. Vorsorge ist besser, als hinterher dumm aus der Wäsche zu gucken. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bildet euch weiter, bereitet euch vor. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal beim Hilbe. Bis dahin, fürti.